Alles klar. Dann auch von mir nochmal herzlich willkommen beim Neujahrsempfang von den Piraten in Hessen und zur Weihnachtsfeier, zur Nachgeholten aus dem letzten Jahr. Und Christas hat es schon gesagt, wir haben im Grunde auch 2014 jede Menge Gründe, stolz auf uns zu sein. Und das mag jetzt für nicht für jeden auf Anhieb einleuchtend sein. Denn ich habe das Gefühl, so bei dem einen oder anderen hat es in letzter Zeit Zweifel an der piratigen Sache gegeben. Das Bundestagswahlergebnis war natürlich schmerzhaft. Wir haben in zahlreichen Runden letztes Jahr darüber gesprochen und wir haben überlegt, woran lag es, haben eine ganze Menge Gründe gefunden, haben uns vorgenommen, daraus zu lernen für die Europawahl. Und wir haben sicherlich einen Teil von dem enttäuschenden Ergebnis uns selbst zuzuschreiben. Und ein Teil der Sache war auch, dass wir viel schlechte Presse bekommen haben wegen des innerparteilich rüpelhaften Verhaltens. Und wenn man das Ganze auf Twitter, auf dem Serviertablett der Presse vorlebt, dann muss man sich nicht beschweren, wenn das letztendlich auch das Bild in der Öffentlichkeit von uns prägt. Auf der anderen Seite machen natürlich die ganzen engagierten Arbeiten, die wir als Piraten machen und die überall in den Kreisen laufen, nicht die großen Schlagzeilen, die letztendlich einen Streit um einen Kaffeeautomat vielleicht verursachen kann. Aber all die Arbeiten, die wir in Hessen machen, sei das auf Open-Haushalt-Einführungen in Kommunen, sei das Streaming von kommunalen Versammlungen durchzusetzen, das ist eine ganz große Leistung, dafür meinen herzlichen Dank. Und das macht mich stolz, dass wir hier eine ganze Menge richtige Veränderungen bewirken. Das ist der erste Grund, stolz auf uns zu sein. Und wir als Landesvorstand haben uns für dieses Jahr vorgenommen, dass wir diese Wertschätzung in den Vordergrund stellen wollen dieses Jahr. Dass wir nicht ein ständiges Gebäsche wollen, sondern dass wir einfach auch mal das in den Vordergrund stellen, was wir an großartiger Arbeit leisten und das würdigen wollen. Denn jeder, der seine Lebenszeit in die Sache der Piraten steckt, der ist dafür allerhöchst zu achten. Das sollte uns halt immer klar sein. Die Würde des Piraten ist unangreifbar. Wir können hart in der Sache. Genau. Aber Piraten, die arbeiten, machen auch Fehler. Das liegt in der Natur der Sache. So funktioniert Lernen. Also gilt, du bist okay, weil du Mensch und Pirat bist. Und du machst es beim nächsten Mal einfach besser. Es ist aber nicht besonders cool, Leute auf Twitter mit Shitstorms zu überziehen, sondern das ist ein Zeichen von mangelnder persönlicher Reife. Und es ist nicht besonders cool. Und es ist nicht besonders cool, dass dieses Verhalten die öffentliche Wahrnehmung der Piratenpartei bestimmt. Das wollen wir in diesem Jahr ändern und jeder von uns kann mit seinem Verhalten dazu beitragen. Ein weiterer Grund, der mich stolz auf die hessischen Piraten macht, ist, dass wir als drittgrößter Landesverband derjenige mit der höchsten Zahlerquote sind. Yeah! Genau. Da muss man ehrlich sagen, das ist zum Teil die hohe Zahlungsmoral unserer Mitglieder, aber es ist auch eine fantastische Arbeit von unserem Schatzmeister. Danke, Lothar. Genau. Und wir können stolz sein, dass wir weiterhin in 4 Landesparlamenten in ganz Deutschland und in 13, ich hoffe, ich bin da richtig, habe richtig gezählt, in 13 von 16 Kreisen in Hessen kommunal vertreten sind. Es sind 1 Million Menschen gewesen, die uns bei der Bundestagswahl gewählt haben in Deutschland. Und diese 1 Million Menschen haben uns auch einen Auftrag mitgegeben, dass wir in ihrem Sinne die Politik in diesem Land verändern sollen. Und ich glaube, es gibt nicht nur diese 1 Million Wähler, sondern es gibt darüber hinaus noch mal mindestens dreifach so viele Leute, die uns beim letzten Mal nicht gewählt haben, weil sie durch die öffentliche Wahrnehmung, die wir verursacht haben, halt gezweifelt haben. Ist das das Richtige? Sind die reif für die Politik? Und vielleicht jetzt darauf warten, uns beim nächsten Mal ihre Stimme geben zu können. Und damit ist eine Erwartung verbunden, dass diese Leute sehen wollen und dass wir denen beweisen müssen, dass wir langfristig ordentlich arbeiten können politisch. Und das müssen wir jetzt in den Landtagen und in den kommunalen Parlamenten beweisen.
Ja, und daran müssen wir dieses Jahr arbeiten. Diese Erwartung ist völlig gerechtfertigt und wir sollten in diesem Jahr alles dafür tun, das zu beweisen. Ich möchte als politischer Geschäftsführer dieses Jahr mehr politisch arbeiten. Denn wir gehören als einzige neue, andere und nicht vom Lobbyismus durch solche Kraft in den Bundestag, in alle Landesparlamente, und in so viele kommunale Mandate in Hessen und in anderen Bundesländern wie nur möglich. Genau, Europa auch. Europa als allererstes. Denn wir sind die einzige ernstzunehmende sozialliberale Partei in Deutschland. Wir stehen für Freiheit von angeblich und zum Teil krass asoziellen Zwängen der Klientelpolitik bei anderen Parteien. Wir stehen für eine Politik, die die Freiheit und Entfaltung der Menschen und nicht die entfesselte Macht von Macht- und Geldinteressen in den Vordergrund stellt. Wir wollen die Gesellschaft der Gesellschaft zurückgeben und sie nicht länger in den Händen der Banken, Rüstungs- und Sicherheitslobbys gefangen sehen. Wir sind die einzige Partei in 177 Ländern der Welt, die alle zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklungen vom Gedanken der Vernetzung her ausdenkt und an die Bürger denkt und nicht an die Lobbyinteressen. Deswegen, die Gefahren von der zukünftigen Entwicklung und von den Technologien rechtzeitig erkennen und frühzeitig und zutreffend darauf hinweisen. Das haben wir in der Vergangenheit getan und das werden wir auch weiterhin so tun. Und mit diesem Instinkt am Puls der Zeit, an der Entwicklung der Technologie, treiben wir völlig unabhängig von den Wahlergebnissen die etablierten Parteien mit unserer Deutungskraft und mit unserem Technikverständnis vor uns her. Das kann keine Mimimi, ihr habt uns nicht mehr liebt, FDP, die liberal weiter auf falsche neoklassische Politik bezieht, die einseitig den Wirtschaftskonzernen das Wort redet. Die FDP lässt mit ihrer menschenfeindlichen Wachstumszwangpolitik die Interessen und Bedürfnisse der Bürger völlig außer Acht. Und von dem Holzweg kommen die auch nicht so schnell wieder runter. Auch wenn sie es jetzt über Behauptungsliteratur oder nackte Hintern versuchen. Das ist völlig für den Arsch. Genauso peinlich ist die SPD, bei der das S längst nicht mehr für sozial, sondern eher für Sozialabbau steht. Gabriels Sabotage der dezentralen Energiewende, die insbesondere uns Hessen betrifft, ist ein Grund für Millionen SPD-Wähler, sich zu schämen. Mit den Linken verbindet uns zwar das Soziale, aber man darf das Kind jetzt auch nicht gleich mit dem Bade ausschütten. Wir Piraten haben eine andere Sicht der Dinge. Wir sehen eben nicht immer mehr Staat und immer mehr Bürokratie als Lösung für gesellschaftliche Probleme, sondern wir glauben, dass die Lösung aus den Menschen selbst kommen muss, dass die Menschen aus eigenem Antrieb, Wir Piraten haben eine andere Sicht der Dinge. Wir sehen eben nicht immer mehr Staat und immer mehr Bürokratie als Lösung für gesellschaftliche Probleme. Wir denken, die Lösung muss aus den Menschen selbst kommen. Die Menschen müssen selbst die Möglichkeiten haben, über ihr Leben bestimmen zu können. Und wir brauchen gleichzeitig eine soziale, gleichberechtigte Absicherung für alle. Und dann, auch das nochmal ansprechen, die AfD entpuppt sich ganz besonders gut sichtbar in Hessen als zerstrittener Haufen, der, um überhaupt noch zu punkten, auf den braunen Rändern fischt. Und das ist absolut trübsinnig und keine Alternative, weder für Deutschland noch für Europa. Damit haben wir nichts zu tun, das finden wir pfui. Und das Pfui, das geht auch an die CDU und CSU, die nämlich dasselbe in perfider abgesprochener Weise etwa bei der PKW-Maut oder bei der Angstmache vor der Zuwanderung aus Osteuropa in hässlicher Art und Weise vorführt. Mal abgesehen davon, dass die ganze Große Koalition als Einheitspartei nur noch als Erfüllungsgehilfe jener Kräfte ist, denen die Bürger egal und der Profit über alles geht. Mit ihren PR-Methoden haben die es tatsächlich geschafft, dass Ausländerzuwanderung mit über 70% das wichtigste politische Thema Deutschlands ist und die flächendeckende Überwachung, die tatsächlich die Freiheit unserer Gesellschaft in Frage stellt, mit nur 3% bewertet wird. Für uns ist dieses Schmierentheater unaushaltbar und der Satz aus Politik, aus Notwehr wird jedes Jahr wahrer.
Ganz, ganz übel ist für viele Menschen aber das Trauerspiel, das sich hier in Hessen abspielt. Da verraten die Grünen die Herzen von Millionen Menschen, die eine menschliche, ökonomische und ökologisch nachhaltige Entwicklung unseres Landes und der Welt wollen. Und deswegen zum Teil schon seit Jahrzehnten die Grünen wählten. Die Grünen haben noch im Wahlkampf für den Wandel aufgerufen. Sie haben Bouffier, der jetzt der Koalitionspartner ist, als Rechtspopulisten beschimpft. Und jetzt sind sie in einem Bett. Die Menschen, die die Gesellschaft tatsächlich verändern wollen, haben in Zukunft nur noch eine Heimat, wenn sie diesen Ansatz weiterhin wirklich ernst nehmen. Und das sind die Piraten. Es ist eine unserer großen Herausforderungen in den nächsten Jahren, genau das allen selbstdenkenden Menschen klarzumachen, die an einer menschen- und umweltorientierten Politik Interesse haben. Wir vertreten die klaren Positionen, wenn es zum Beispiel um die Ablehnung und das Verbot von Fracking oder die Einschränkung des Fluglärms am Frankfurter Flughafen geht. Der Traum von der schwarz-grünen Regierung im Bund ist ja heute schon der feuchte Traum von Cem Özdemir. Manche sagen, die Grünen waren mal sowas wie unsere Vorgänger, was die Systemfrage in der Gesellschaft anging. Heute seid ihr Grünen für uns das schlechte Beispiel, wie wir nicht werden wollen. Ihr seid vom System und vom Machtwahn längst befallen. Und deswegen ist die grüne Basis in großen Teilen uns näher als die eigene. Nee, andersrum. Deswegen. Uiuiuiui. Ja. Also, wir sind die Piratenpartei, liebe Grüne. Aber die grüne Basis muss uns anfangen zu lieben. Ja, und auch darauf, dass wir die einzige Partei sind, die diese gesellschaftlichen Änderungen wirklich voranbringen können, müssen und können wir Piraten stolz sein. Wir haben in diesem Jahr bereits eine wichtige Diskussion geführt. Wir haben uns vor 2 Wochen bei der Hessenmarina in Gießen auf 2 anspruchsvolle Ziele für dieses Jahr geeinigt. Wir wollen in diesem Jahr allen Hessen die Bürgerbeteiligung mit Open Antrag möglich machen. Mindestens überall dort, wo Piraten in den Parlamenten sind, am besten überall in Hessen. Ja, das ist gut. Und wir wollen als Landesverband ein Vorreiter in Sachen Mitgliederbeteiligung werden und erstmals einen dezentralen Parteitag in Hessen abhalten. Genau. Und an der Stelle auch noch mal einen ganz herzlichen Dank an Markus für den Workshop, der uns gezeigt hat, dass wir schon ziemlich dicht an diesem Ziel dran sind und dass wir da gute Voraussetzungen haben, das dieses Jahr auch zu schaffen. Wir stehen weiterhin den Bürgern nicht als Politiker gegenüber, sondern stehen als Piraten ganz auf Seiten der Bürger. Und auch darauf sind wir stolz. Konkret bedeutet das für uns als Vorstand, dass wir unsere kommunalen Mandatsträger in diesem Jahr stärker unterstützen wollen, um diese Ziele auch zu erreichen. Ganz aktuell steht natürlich auch für uns Hesse die Europawahl vor der Tür. Das sehen wir als die Gelegenheit, eines unserer kernigsten Themen nach vorne zu stellen. Die Forderung nach Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen, mehr Transparenz in der Politik. Und in keiner der Institutionen als in der EU sind diese Forderungen wichtiger als dort. Ob das die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP, Schweinereien wie das Ermächtigungsgesetz oder der Ermächtigungsvertrag zum ESM, das Asylrecht oder andere Themen sind, die die Landesregierung gerne an die EU abtreten, um sich die Hände in Unschuld waschen zu können. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die Bürger nicht etwa Europa müde sind oder etwas gegen Europa an sich hätten, sondern dass gerade die EU-Institutionen mit über 70% Nennung die unbeliebtesten Organisationen in der EU sind, die es für europäische Bürger überhaupt gibt. Das ist auch kein Wunder, wenn man hört, dass in den Fachausschüssen der EU, man glaubt es kaum, meist mehr Lobbyisten als Politiker sitzen. Ein Zustand, der in keinem Landesparlament hinnehmbar wäre. Eine himmelschreiende Sauerei eigentlich.
Da ist es allerhöchste Zeit, dass die Piraten in möglichst hoher Zahl diese Institution entern, um die Missstände aufzudecken und die Forderungen nach Transparenz in politischen Prozessen im Sinne der Bürger geltend zu machen. Und auch hier haben wir hessischen Piraten jeden Grund, stolz zu sein auf unsere drei hessischen Kandidaten auf der Europaliste. Julia Reda, Gregory Engels und Martin Klim kandidieren für das Europaparlament und wir wünschen Ihnen alles Gute und den besten Erfolg beim kommenden Wahlkampf. Ja, ihr seht, wir haben von unseren hessischen über bundespolitische und europapolitische Themen jede Menge Aufgaben in 2014 vor uns. Und auf allen Ebenen gibt es gute Gründe, die uns die Würde als Piraten verleihen und ausmachen. Ich persönlich und ich denke auch alle Vorstandskollegen sind sehr stolz, diese einzigartige politische Kraft, Partei und Bewegung dieses Jahr in Hessen vertreten zu können. Wir sind und werden jeden Tag notwendiger für unsere Gesellschaft und wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir wollen klar machen, um zu ändern, was dringend geändert werden muss. Und darauf können wir stolz sein. Auf ein piratiges Jahr 2014.